Ich hatte heute schon wirklich ein paar interessante Gespräche hier, wo mir Partner gesagt haben, dass sie jetzt mit der Distribution zusammenarbeiten. Da sage ich, ja, seit 2 Jahren. Was? Also es ist tatsächlich, und das wundert mich natürlich immer wieder, es ist noch nicht so angekommen, dass wir wirklich im indirekten Kanal unterwegs sind, wahrscheinlich auch aus der Historie gewachsen. Wir machen nur über Fachhandelspartner, wir machen nur über unsere Vertriebspartner. Und es sind natürlich unsere Multiplikatoren. Ja, wir können ja nicht überall sein. Wir versuchen alle zu unterstützen, so gut es geht, versuchen auch so fair wie möglich zu bleiben. Können nur immer wieder versichern, wir gehen direkt zum Kunden. Ja, wir sprechen Kunden direkt an, um Produkte zu positionieren, um Produkte anzubieten. Fragen aber im gleichen Atemzug, wenn wir dann soweit sind, wer ist denn dein Partner? Ich merke das, habe das gemerkt in meiner jetzt schon fast 26-jährigen Karriere in diesem Bereich, dass in der Regel für die Industrie der indirekte Kanal der günstigere ist auch. Ein Partnerprogramm ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig, strategisch sehr wichtig, weil das ein Vertriebstool ist, weil das ein Marketingtool ist. Und wenn man sich darüber keine Gedanken macht, ja, dann macht man am Ende des Tages vielleicht viel weniger Geschäft. Unser wichtigstes Instrument, das ist jetzt seit einem Vierteljahr online, das ist unser Partnerportal. Das Partnerportal hat jeder bei uns registrierter Fachhändler Zugang. In dem Portal kann ich mir alles an Produktunterlagen runterladen. Ich habe alle Informationen drin zu Veranstaltungen. Ich habe auch die Möglichkeit, Angebote drin zu erstellen und mir eigene Flyer auch zu generieren. Ich lade mein Logo hoch und kann mir damit Flyer erstellen und kann nicht mehr 0815 Broschüre zum Kunden, sondern ich gehe mit meiner Broschüre, mit meinem Fachhandelslogo zum Kunden hin. Die Do-it-yourself-Homepage, die heißt nicht nur so, die ist das auch. Ich habe heute Morgen eine hier in 5 Minuten fertig gemacht und sind die Leute auch immer wieder erstaunt, wie schnell man da quasi was einbauen kann und einen Satz geändert hat, wie auf einem Word-Dokument. Und viele Unternehmen investieren richtig viel Geld. Gerade die großen Konzerne im Moment, die investieren zig Millionen in neue Infrastrukturen. Und da ist der PC oder das Smartphone die letzte Meile, denkt man. Die letzte Meile ist das Headset. Wir müssen über Lösungen nachdenken. Gar nicht mehr über Produkt, über einzelne Kisten, sondern wirklich, was kann ich an Lösung, was kann ich an Kompetenz beim Kunden rüberbringen und verkaufen.